Wir suchen auch Teamplayer. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal ein paar Beispiele finden, wie Sie das aktuell in Ihrer Tätigkeit so umsetzen. Na, hören Sie mal, glauben Sie denn wirklich, ich mache das alles alleine an Weihnachten? Also, das kann ich doch gar nicht schaffen. Stimmt, da haben Sie natürlich recht. Und wir suchen auch verlässliche Machertypen. Ich würde mal schätzen, dass Sie da bestimmt auch schon Beispiele haben und Ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Junge Dame, haben Sie schon mal erlebt, dass Ihre Geschenke nicht pünktlich da waren? Dann können Sie sich ja vorstellen, was los wäre. Also, Projekt- und Zeitmanagement, das kann ich wirklich aus dem FF. Das glaube ich Ihnen gern, Herr Klaus. Und sagen Sie mal, Sie sind ja auch so viel unterwegs, Sie haben doch bestimmt schon ganz, ganz viel Neues entdeckt und können das alles immer leidenschaftlich in Ihre Produktpalette überführen. Oh ja, und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich über das Netzgebiet der Abacon fliege, bin ich wieder aufs Neue inspiriert. Mensch, Herr Klaus, Sie sind ja ein richtiger Entdecker. Eine Sache ist uns bei Abacon auch besonders wichtig, nämlich das Thema Gesundheitsschutz und damit auch verbunden die Selbstachtsamkeit. Wie würden Sie das denn bei sich selber einschätzen? Also ich sage immer, auf der Autobahn ist es wie im Flugverkehr. Da muss man schon immer sehr konzentriert und achtsam sein. Sie können sich doch sicher denken, wie stressig mein Job in der Hochsaison ist. Da muss ich schon mein Team immer sehr, sehr gut motivieren und beisammen halten. Oh, da muss ich rangehen. Das ist mein bester Mann. Ja, Rudolf? Ja. Ja, dann komme ich jetzt sofort. Wenn du mich brauchst, dann komme ich. Alles klar. Gut, tschüss, bis gleich. Okay. Ja, also, ich kann jetzt nicht mehr weitermachen. Ja, es tut mir leid. Also, ja, der beste Mann hat gerade angerufen, Sie haben es gehört. Ich muss das jetzt abbrechen. Und ja, ich habe Versorgungssicherheit zu gewährleisten, aber das brauche ich ja Ihnen nicht erzählen, oder? Oh, Herr Klaus, das ist natürlich wichtig. Dann ziehen Sie mal los. Wir melden uns auf jeden Fall bei Ihnen. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Bleiben Sie vor allem gesund und passen Sie im Flugverkehr auf.